Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den Zusammenbau und den ersten Einsatz des B2D-Extruders. Wir fangen natürlich gleich mit der Teileliste an. Ist dieses Mal eigentlich ganz einfach. Wir brauchen einmal die Metallteile für den Extruder und natürlich die 3D-gedruckten Teile. Und ansonsten brauchen wir einfach unseren 3D-Drucker. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Bis dann. So, natürlich starten wir jetzt erstmal bei Thingiverse und müssen uns irgendwo die Daten erstmal herbeschaffen. Da sucht ihr einfach nach B2D, mache ich nochmal ganz kurz mit euch. Und hier klicken wir einfach auf den ersten drauf. Hier sehen wir auch schon grob, was für Teile wir brauchen. Ich switch mal ganz kurz hier in den Bildern ein Stück vor, mach das mal groß. Ihr seht hier einmal, brauchen wir diese ganzen Schrauben, Metallteile und. Die bekommt ihr beim manuellen Landwehr 3D Shop. Dieses Mal leider nicht direkt über die Webseite, sondern einfach dem Mann, wir mal eine E-Mail schicken. Die Mailadresse wird einmal jetzt eingeblendet, ansonsten findet ihr dann natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Da ist alles mit drinne. Und wie gesagt, das ist alles dabei, was ihr braucht. Ist auch nicht so teuer, einen aktuellen Preis kann ich euch aber noch nicht nennen. Den bekommen wir dann natürlich einfach per E-Mail zugeschickt. Und wir brauchen hier das Ganze, diese 3D-Druckteile, da gehört noch das mit dazu. Und auch hier diese kleinen Spacer nennen die sich. Die laden wir uns einfach alle mal hier runter. Ich denke mal, damit kennt ihr euch alle aus. Einfach Agree and Download, ladet euch die ganz komplett runter. Habt das Ganze dann als eine ZIP-Datei. Und entpackt das Ganze so rum. Mir fällt gerade das englische Wort nicht ein. So, dann wechseln wir mal direkt rüber zu Simplify 3D und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich dort. So, jetzt sind wir natürlich im Simplify 3D angekommen oder an eurem Slicer eurer Wahl. Ihr könnt natürlich auch Cura nehmen oder Slicer oder was auch immer es da gibt. Ich nehme in dem Fall Simplify 3D und wir öffnen jetzt unsere Dateien. Da sind ein paar Besonderheiten dabei. So, ich gehe jetzt mal in meinen Ordner, habe mir da schon ein bisschen was sortiert bzw. auch rausgelöscht. Ich nenne euch jetzt mal die Teileliste, die ihr braucht. Also, wichtig ist natürlich dieser Bearing Connector. Da ist wichtig, was für Filament ihr habt. Habt ihr 1,75, 2,85 oder 3,0 mm Filament? In meinem Fall ist es 1,75, also lösche ich beide anderen mal raus. Wie gesagt, das müsst ihr nach eurer Größe anpassen. Dann brauchen wir einmal den Bearing Push-Up V2. Beim Bauten Exit ist genau wieder dasselbe mit der Filamentgröße 1,75, 2,85 oder 3,0. Ich lösche mir die raus, die ich nicht brauche. So. Bei dem Bearing Connector nochmal ist es V2, Bearing Pusher V2, Bauden Exit, in meinem Fall 175 V2, Filament Insert, immer ist immer wieder genau dasselbe, lösche ich mir die beiden raus, die ich nicht brauche. Ich brauche Filament Insert 175 Version 2, dann brauchen wir die Frame Base V3.1 und der Frame Middle V2. So. Das packe ich mir jetzt erstmal. Das ist erstmal die Sachen, die ihr euch jetzt auch am besten auf ein Druckbett packt. Das schafft es auch soweit. Jetzt müsst ihr schauen. Ein paar Sachen müsst ihr vielleicht drehen. Das sieht meiner Meinung nach so gut aus. Das sieht auch gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Hier, das drehen wir uns einfach mal ein bisschen. Das drehen wir uns einmal um 90 Grad, dass es auf dem Rücken dreht. Das drehen wir uns um minus 90 Grad, das auf dem Rücken liegt. Und mit Steuerung R lasst ihr die nochmal wieder ganz normal. Es funktioniert soweit, ich weiß nicht, jeden Slicer ganz normal auf eure Druckplattform bringen. So, wir fügen uns jetzt in dem Falle nochmal Stützstrukturen ein. Das reicht vollkommen aus, wenn ihr eine gute von Druckplattform wird in dem Fall nicht reichen. Ihr geht einfach auf normal, stellt euch die Auflösung ein. Überhangwinkel 45 Grad sollte immer Standard drin sein. So, jetzt sehen wir hier, das reicht uns nicht. Der macht uns zwar hier was rein, da drüben macht er uns nichts rein, da macht er uns nichts rein, hier macht er uns nichts rein. Das heißt, ich habe die hier eben schon mit 1 mm ein bisschen ausprobiert. Passt das grundsätzlich am besten. Wichtig ist natürlich, das habe ich jetzt vergessen, alles auswählen und automatische Stützen erstellen. So sieht das eigentlich schon super aus. Ein paar Sachen kann man nachbearbeiten, muss man nicht.
wie ich würde jetzt zum Beispiel ein paar Sachen rauslöschen. Bei Simplify geht das ganz gut mit den existierenden Schützen entfernt, das müsst ihr nicht machen. Aber ich würde jetzt hier zum Beispiel in diesen Löchern hier, nur in diesen Schraublöchern, die Stützen entfernen. Das müsst ihr nicht machen, wie gesagt, die könnt ihr auch ganz leicht rausbrechen. Das ist soweit gar kein Problem. Wie gesagt, wenn ihr wollt, löscht die hier, das ist eigentlich nur das Loch und das Loch, da könnt ihr die rauslöschen. Ansonsten mal schauen, wo wir sie noch löschen könnten. Hier raus, in meinem Fall, würde ich sie auch rauslöschen komplett. Also alle, die hier drinnen sitzen. Und auch alle hier in den Löchern würde ich sie löschen. Moment, damit ihr es besser seht. Also die würde ich auch rauslöschen. Das müsst ihr nicht machen, genauso wie hier in dem Loch. Das kriegt der Drucker gut gedruckt. Aber wie gesagt, ist kein Muss. Ihr könnt das ganz normal lassen, wenn ihr jetzt ein Programm habt, wie zum Beispiel Cura, geht das glaube ich nicht, dass ihr die nochmal entfernen könnt. Dann macht das im Endeffekt gar nichts aus, wenn die drinnen bleiben. Ihr habt halt nur ein bisschen mehr Support zum Abmachen, aber das ist soweit gar kein Problem. Gut, da haben wir jetzt erstmal die ersten Drucksachen drauf. Die drucken wir uns, sage ich mal, relativ normal, wie ihr das möchtet. Also ich habe sie mit 50 Infill gedruckt. Die müssen schon ein bisschen Druck aushalten, also 50 Infill. Ansonsten normale Geschwindigkeit, die ihr nutzt, ganz normal ausdrucken. So, das habe ich wie gesagt schon gemacht. Hier ist nur wichtig, Infill, wie gesagt, ich würde es ein bisschen höher setzen. So um die 50 würde ich sagen, müsst ihr nicht. Aber es kommt schon Belastung auf die Teile drauf. Also sicher, wenn ihr nicht nochmal nachdrucken wollt. So. Das haben wir dann soweit fertig, unser ersten Druck sozusagen. Den packt ihr einfach drauf, druckt den, der braucht ein paar Stunden, aber das sollte ja gar kein Problem geben. So, jetzt entferne ich mal hier wieder alles, denn wir müssen ja noch ein paar andere Sachen drucken, sind noch ein paar andere Ordner. Die habe ich jetzt schon mal hier in den besonderen Ordner reingetan. Das hat auch einen Grund. Dieser Frame Top, den nehme ich und packe den mit den Spacern auf mein Druckbett. Die müssen einzeln gedruckt werden. Die Spacer nicht unbedingt. Aber ich habe die einfach jetzt hier mit dazu gepackt, weil sonst das Druckbett so leer. Das macht für mich keinen Sinn. Als erstes nehme ich hier meine drei Spacer und dupliziere mir die mal. Ich möchte von jedem Spacer mindestens 5 haben. Aus dem Grund, wir brauchen, so wie ich mitbekommen habe, 4 von jedem und ich möchte von jedem noch einen Ersatz haben, weil die sind wie gesagt ziemlich klein und die verlieren sich mal schnell. Ich weiß nicht, vielleicht gehen die auch mal kaputt. Was ich gemacht habe, ich bin auch Nummer sicher gegangen, habe mir jetzt Anzahl der Kopien, ich glaube es waren insgesamt nochmal 7, dass wir von jedem 8 haben gemacht. Hier drücken wir wie gesagt Steuerung R. Na? Ja, er lädt gerade. Falscher Knopf wahrscheinlich. Mal Steuerung R, zack, genau. Dass wir einfach ein paar von den kleinen Spacern haben. Wie gesagt, die gehen schnell. Das ist Spacer 1mm, 2mm und 4mm. Da packen wir uns einfach ein paar mit drauf. Das macht zeitlich so wenig einen Unterschied. Da ist es egal. Dann haben wir hier diese Topplate. Das ist Frame Top V2. Da müssen wir was ganz Wichtiges beachten. Die müssen wir nehmen und Infill 100% einstellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, das muss auf 100% gedruckt werden. Da kommt ganz, ganz viel Last drauf, sehr viel Druck, deswegen lieber auf Nummer sicher gehen, direkt und 100% drucken. Die Spacer packe ich hier mit drauf, weil die automatisch mit 100% gedruckt werden, weil sie so klein sind. Also wie gesagt, das macht nichts. Das Druckbett müsst ihr auch drucken, also Frame Top V2. Und wir haben jetzt mal von jedem Spacer so um die 8 Stück genommen. Einfach um sicher zu gehen. So, dann bleibt uns noch ein Teil übrig. Also wie gesagt, das druckt ihr ganz wichtig auf 100% Füllung. Ich lösche mir jetzt hier alles raus. Und habe jetzt mein letztes Teil. Dieses Pull-Eye 48. Zack, das habe ich jetzt hier auf dem Druckbett. Das Teil muss extrem akkurat außenrum gedruckt werden. Deswegen müssen wir ein paar Einstellungen vornehmen. Wir können dann natürlich unseren Infill-Satz wieder auf, wie ihr möchtet, 50, 55 stellen oder wir können es natürlich auch auf 100 stellen. Ich würde auch ein bisschen dort mit höher gehen. Und dann gehen wir in den Geschwindigkeiten-Tab.
Hier würde ich grundsätzlich durchgängig mit 10 mm pro Sekunde drucken. Das ist verdammt langsam, aber es ist ein relativ kleines Teil. Heißt, es geht vergleichsweise dennoch schnell. Und ihr bekommt, wie gesagt, eine ziemlich genaue Oberfläche davon. Das ist wirklich wichtig. Ansonsten könnt ihr auch das Infill normal schnell drucken lassen und geringere Geschwindigkeiten für Konturen mal 10% reinmachen. Ich slice das jetzt mal ganz kurz durch. Und wir sehen jetzt, er druckt uns den Außenrand mit 3 mm pro Sekunde. Das Ganze würde jetzt hier 22 Minuten dauern. Aber wie gesagt, umso langsamer, umso besser. Ich habe es wirklich ganz, ganz langsam gedruckt. Ich habe das komplette Objekt in 10 mm pro Sekunde gedruckt, maximal. Ja, das ist wie gesagt ganz, ganz wichtig, dass ihr das macht. Dann müsst ihr natürlich noch die Teile drucken. Das Teil druckt ihr noch und dann habt ihr schon alles gedruckt. Entfernt noch die Stützstrukturen und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Zusammenbau. Vielen, vielen Dank schon mal soweit und bis gleich. So, jetzt geht es einmal zum Zusammenbau. Ihr seht hier schon alle Teile, die ihr benötigt. Alle Metallteile und hier die zwei Riemen sind direkt schon im Set mit dabei. Ansonsten hier natürlich auch die Schrauben, bis auf die hier, die ist da falsch. ansonsten habt ihr eure 3D gedruckten Teile. Hier ist es noch wichtig, habe ich vergessen, in dem Schritt vorhinein euch zu sagen, ihr braucht auf jeden Fall hier noch so einen Halter für euren Drucker. Natürlich muss das noch an euren Drucker angebracht werden, wenn ihr das möchtet. Man hier bringt es auch an die Wand an, also wie ihr darauf Lust habt, einfach dementsprechend euch einen guten Halter aussuchen. Und da fangen wir direkt auch mal an. Ein paar Sachen musste ich schon vorbereiten, weil es dann leider doch nicht so gepasst hat. Einmal habe ich ihn jetzt schon zusammengebaut, um zu schauen, wie es denn natürlich auch funktioniert. Und ein paar Teile sind mir dabei ein bisschen kaputt gegangen. Kaputt gegangen würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, bei mir hat es leider nicht alles so gepasst. Das sollte aber bei euch passen. Ansonsten, wenn die Teile nicht passen, skaliert es einmal nochmal um ein paar Prozent hoch, 3% oder sowas. Je nachdem. Ansonsten habe ich doch die Ankündigung, dass es beim Manuel im Shop dann jetzt dementsprechend auch direkt das Set im Shop geben wird. Hat er mir nochmal die Information gegeben. Also ihr könnt wie gesagt per E-Mail bestellen oder am besten dann doch sogar über seinen Shop suchen. Wir fangen erstmal an, unsere M3-Motoren in die Teile einzudrücken. Das habe ich jetzt schon vorgenommen, weil sie bei mir dann doch ziemlich schwer reingingen und ich da dementsprechend auch schon mal drin gelassen habe. Ich zeige euch das jetzt einmal. Ich ziehe dazu mal auf, ist ein bisschen einfacher. Also wir haben hier unsere Bottom Plate. Müsste das sein? Oder? Ne, das ist die Top-Plate. Entschuldigung. Da kommen hier die drei Motoren rein. Das sollte man ganz gut sehen. Ja, ihr seht hier, habe ich ein bisschen abgeschliffen und so weiter, dass das alles ein bisschen besser passt. Also drei Stück in die Bottom-Plate. Dann haben wir hier das. Da kommt einer rein. Hier in dieses größere Teil kommen vier Stück rein. Und dann haben wir das Teil, also das kleinere von den beiden. Da kommen zwei Stück rein. Müsst ihr schauen, welche reinpassen. Also hier sind es, glaube ich, müssten es M3 sein und hier sind es, ich würde sagen, M4 oder M5 Motoren, die hier reinkommen. Seht ihr natürlich an der Einkerbung, die dafür gemacht wurde, welche da am besten reinpassen. Hier kommen keine rein. So, hier könnt ihr welche reinmachen bei beiden Teilen. Also hier gehören eigentlich welche rein. Die haben bei mir jetzt, ne, stell scharf, Moment. So, haben bei mir jetzt nicht gepasst, wie man sieht, die Aussparungen sind noch nicht schön gedruckt. Ist in meinem Fall, seht ihr auch später, nicht ganz so relevant, dass das fest ist. Zeige ich euch auch dann gleich. Aber wie gesagt, packt das gut rein. Ansonsten, hier gehört auch nichts rein. Hätten wir schon mal alle Teile sozusagen zusammengesucht, beziehungsweise alle Muttern eingefügt, die wir brauchen. Das ist schon mal ganz wichtig. Und wir fangen jetzt an, hier diese Stangen vorzubereiten. Da gibt es zwei längere und einen kürzeren. Zeige ich euch auch mal ganz kurz den Vergleich.
Ne? So, also zwei mit Abstand längeren als die da. Wir nehmen uns jetzt erstmal eine der längeren raus. Natürlich, achso, Werkzeug auch wichtig. Ein paar Imbusschlüssel. Ich habe mir so eine Zange dazu genommen, um Schrauben nachzumessen und nochmal rauszufinden, welche welche ist. Natürlich hier nochmal zwei Schieblehren oder Messschieber und ein Cuttermesser, falls man dementsprechend dann doch nochmal was nachbearbeiten muss, was machen muss, nachmachen muss. So, jetzt haben wir hier zwei lange. Das ist dementsprechend ganz einfach. Müsst euch nur die Reihenfolge merken. Ihr nehmt so eine Stange, nehmt einen 4mm Spacer. Ihr kennt ja, der ist jetzt schon ein bisschen kaputt, aber das macht gar nichts. Stecken das hier drauf. Das wird dann durch die Teile drüber einfach wieder zusammengedrückt. Stecken das erstmal hier drauf. Und nehmen uns jetzt hier ein Lager. Bei den Lagern gibt es 6 größere und 2 kleine. So, jetzt 6 größere, 2 kleine. Nehmen wir jetzt einmal die größeren Lager, schieben das hier drauf und passen das bis zum Rand an. Also schieben den Spacer bis zum Rand hin. Das hier tun wir erstmal beiseite. Das brauchen wir dann gleich später erst nochmal. Hier von diesen Zahnrädern sozusagen, von den Pull-Eyes, nennen wir die, soweit ich weiß, haben wir 3 größere, ein kleines. Bei den größeren nehmen wir das jetzt und ziehen das hier drauf. Und ziehen das jetzt schon mal fest. Also dementsprechend einfach schauen, welcher Imbusschlüssel passt. Der ist natürlich nicht. Der hier müsste passen. Genau. Und haben jetzt hier 2 solche kleinen Madenschrauben. Die ziehen wir fest. Schauen nochmal, ob der Abstand noch passt hiermit. Ob das rausschaut oder nicht. Das sieht soweit ganz gut aus. Ich lege den jetzt hier nochmal beiseite. Obwohl, das könnte wahrscheinlich, der Spacer hat bei mir ein bisschen gehangen. Also nehmen wir das Ganze jetzt nochmal. Schrauben es nochmal ein kleines bisschen lose. Wenn die Kamera das scharf stellt, ja, so sieht es schon mal gut aus. Und drücken das einfach nochmal fest hier dran. Jetzt haben wir es bündig. Und jetzt ziehen wir es fest. Also das ist wirklich wichtig, dass ihr das Ganze schön bündig zieht. Weil euch am Endeffekt sonst der Platz nicht reicht. Den kann man jetzt erstmal hier wieder weglegen auf Seite, der stört uns gleich nur. Dann nehmen wir einen 1mm Spacer und ziehen den drauf. Dann brauchen wir nochmal so eins, das müssen wir jetzt drauf lassen. Noch so ein Kugellager, das lassen wir drauf. So, genau, das ziehen wir einmal drauf. Dann brauchen wir einen 2mm Spacer, da muss ich mal ganz kurz schauen. Das sollte so einer hier sein. Den drücken wir auch drauf. Wenn die nicht passen, wie gesagt, auch mal ein paar Millimeter größer oder ein bisschen mit Druck arbeiten, dann gehen die auch ganz gut drauf. Und dann nehmen wir hier so ein Drive Gear, davon haben wir 2 Stück. Packen, passen wir drauf, stecken wir drauf und schließt perfekt ab. Das ziehen wir jetzt nochmal fest, da haben wir eine Madenschraube drinne. Und zack, schon ist es fest. Jetzt schauen wir kurz, das passt. So, das Kugellager lässt sich auch einwandfrei drehen. Das andere Kugellager stecken wir jetzt einfach drauf. Nur, dass wir da erstmal was vollständiger, vollständigkeitshalber haben. Dasselbe machen wir jetzt nochmal. Wie gesagt, wir nehmen einen 4mm Spacer. Der wird draufgeschoben. Mal schauen, passt der hier? Der passt nicht. Bisschen durchprobieren. Hier, so. Mir leid, falls ich ab und zu mal aus der Kamera raus bin. Bin ich dann doch etwas nicht gewöhnt, mit einer Kamera zu arbeiten. So, steckt das jetzt hier drauf. Ich habe hier ein Kugellager dabei. Das passt nicht immer so ganz wie soll. Wenn ihr sowas habt, natürlich einfach bei Manuel nochmal anfragen. Beziehungsweise das passt, es lässt sich nur relativ leicht verkeilen, also relativ leicht draufstecken. So, selbes Spiel wie vorher, schön dran drücken. Dieses Rädchen hier nehmen, schön unten festhalten und wieder festziehen. So, die da auf. So, perfekt. Das Kugellager erstmal auf Seite.
Dann nehmen wir einen 1mm Spacer wieder. Nehmen uns ein Kugellager. Stecken das drauf. So, habt ihr gesehen, das war jetzt genau das und das passt jetzt perfekt. Also ich weiß nicht, ich kann auch einfach sein, dass ich ein bisschen zu doof bin dafür, die da einfach drauf zu stecken. So, 2mm Spacer drauf. So. Das auch wieder drauf. Ich halte euch das gleich nochmal hin und zeige euch nochmal genau, wie es in welcher Reihenfolge das drauf sitzt. Weil ihr das bei der Geschwindigkeit jetzt nicht mitbekommen habt. So, einfach reinschrauben. Zack, wie gesagt, hier ist noch eine Schraube drin. Madenschraube. Nein, warum fixiert er jetzt nicht? So. Perfekt. So, jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal. Also, als erstes, machen wir wieder hin. Kugellager, 4mm Spacer, dann dieses Pull-Eye. Dann kommt ein 1mm Spacer. Dann kommt das Kugellager. Dann der 2mm Spacer. Und dann hier dieses Rädchen, sozusagen das Drive Gear. So, wie gesagt, nochmal schauen. Dreht sich das frei, perfekt, schließt sie oben ab. Auch sehr schön. Haben wir schon mal die ersten beiden Teile fertig. So, dann nehmen wir direkt das dritte Teil, dieses kleinere Stäbchen. Da ist jetzt rein theoretisch fast genau dasselbe, das ist wichtig. Wir nehmen uns diesmal einen 1mm Spacer als erstes. Drücken wir ihn hier drauf. Nehmen jetzt wieder unser Kugellager. Das kommt auch hier drauf und schieben das hier wieder bis zum Rand dran. Dass das schön abschließt. So machen das doch die Beauty Queens immer mit der Hand dahinter. Perfekt. Sehr schön. Das nehmen wir jetzt erstmal wieder weg. Wie gesagt, das nehmen wir am Anfang nur um. So, an der Stelle muss ich hier nochmal kurz einhaken. Ich blende jetzt mal ein Bild ein. Ich habe was in dem Video falsch gemacht, was mir leider erst jetzt im Nachhinein aufgefallen ist. Ihr müsst die beiden Madenschrauben, die schon in diesem Pull-Eye drin sind, rausschrauben. Und die zwei längeren, die im Set mit dabei sind, reinschrauben. Dann drückt ihr das Pull-Eye einfach in das selbstgedruckte Pull-Eye rein. Und dann passt das. Hier auf dem Bild seht ihr nochmal, wie es richtig gehört. Ihr habt direkt zwei Einkerbungen im gedruckten Teil. So, dass das auf jeden Fall passt. So, dann wünsche ich ansonsten nochmal viel Spaß weiterhin mit dem Video. Einen Richtwert dafür zu kriegen. Dann nehmen wir unser erstes 3D gedrucktes Teil. Dieses Rädchen hier, das schieben wir drauf. Und nehmen uns da jetzt auch so rum mit der dicken Seite nach unten. So, und drücken uns das jetzt. Da habe ich was nicht bedacht. Zeige ich euch auch gleich, woran das gelegen hat, was ich nicht bedacht habe. Ihr müsst das ein bisschen andersrum machen. Also, nochmal von vorne. So, ihr nehmt das hier. Ein 1mm Spacer. Wie schon gesagt. Kugellager. Das passen wir einmal jetzt an, dass das wieder passt. Nehmen das Teil hier. Und schieben das hier hoch. So. Dementsprechend noch einmal ziehen wir das jetzt fest. Das ist fest. Das ist auch fest. So, und jetzt kommt erst hier unser 3D gedrucktes Teil. Das kommt da drauf. Müsst ihr da reindrücken. Das geht bei mir ein bisschen schwierig. So, mein Drucker befindet sich aktuell noch im Umbau sozusagen. Deswegen ist das gerade alles ein bisschen schwierig, also wie gesagt, so sieht das Ganze bisher aus. So, das Kugellager kann erstmal wieder ab. So, unten drunter 1mm Spacer, zack, Kugellager unten drauf. Schauen, ob das einigermaßen abschließt. In dem Falle wird es nicht 100% abschließen, das kann ich euch jetzt schon sagen. So, perfekt. Haben wir das auch erstmal fertig. Hier haben wir zwei Kugellager, die gehören dann hier dazu. Die
Die legen wir uns jetzt einfach mal dahin. Perfekt, jetzt kommen wir schon mal zum zweiten Schritt. Wir nehmen uns hier das Gehäuse, legen uns das erstmal hin und nehmen jetzt unsere ganzen Kugellager, die wir haben, und legen das hier in diese Löcher rein. So, ein bisschen schauen, dass die gerade sitzen, dass die einigermaßen fest und bis unten durch dran sitzen. So, die anderen beiden, das sind die, die hier unten dran waren. Und das hier rein. Ja, das ist schon ein bisschen zu weit. So, das passt. Perfekt. So, jetzt muss ich einmal auf den Tisch gehen, beziehungsweise muss ich mal hinsetzen. Ich hoffe, ihr seht das noch gut genug, aber ich denke mal schon. Nehmt hier eins dieser Gurte, schiebt das hier durch und schaut, dass ihr den Stab hier unten ins Kugellager reinkriegt. Also, stehe ich mal auf, zeige ich das nochmal. Wir sind im Kugellager drinnen. Das hier drinnen, das passt. So, jetzt schaut ihr nochmal, passt das so? Also kriegt ihr den da drum. Sollte im Normalfall auch so sein. Perfekt, da sitzt das schon mal drinnen. Dasselbe machen wir hier mit. Nur hier ist es einfacher, einfach in die Kugellager reindrücken. Bisschen schauen, dass das auch passt. So, rein. Das auch da rein. Perfekt. Da ist das soweit schon mal fast fertig, in Anführungszeichen. So, jetzt nehmen wir den zweiten Gurt und legen uns den erstmal hier drum. Ihr habt hier auch Einkerbung im 3D-Druck oder ihr könnt es, wie gesagt, immer zur Seite wegkippen. Drum. So, ein Stück runter. So, wie gesagt, bei mir hält das jetzt alles nicht so gut, weil die Einkerbung musste ich im Nachhinein nochmal durchschleifen, alle. So, also den setzen wir hier drum. Hier seht ihr nochmal, durch diese Pull-Eyes sozusagen kommen die durch. So, jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich auch noch nicht gemacht habe. Was aber auch gemacht werden muss. Jetzt kommt natürlich noch unsere Blende, muss noch dran. Also hier dieses untere Teil, das kommt so dran, ne? So, nochmal alles ein Stück runterdrücken, dass das passt. So, und jetzt kann hier eine kleine Schraube reinkommen. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wie gesagt, das hatte ich auch noch nicht gemacht, dementsprechend nehme ich jetzt einfach mal irgendeine Schraube, die passen könnte. Ja, das sieht soweit gut aus. Die packen wir hier einfach da seitlich rein und hier drinnen seht ihr ein Loch. So, das muss ich jetzt ein bisschen anpassen. Natürlich habe ich jetzt doch die gute alte Arnett-Zange. Ja, ich weiß, sie ist auch bei anderen Drucker dabei, aber ich nehme die hier nur. Und probieren das jetzt mit der Zange da unten einigermaßen das Loch reinzukriegen. Und ziehen die Schraube jetzt einmal fest. Wie gesagt, diesen Schritt habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe die bisher nur ohne Motor das Ganze zusammengeschraubt. Denn wir müssen den Motor unbedingt natürlich noch dran machen, weil ohne Motor geht es nicht. Drehen die jetzt und drehen die, das dauert ein bisschen. Und in meinem Fall ist es natürlich jetzt ein klein bisschen schwieriger, weil die Mutter dann ja natürlich nicht perfekt drin sitzt und ich hoffe einfach, dass die Schraube jetzt bis zur Mutter unten durchgeht. Also es ist wirklich wichtig, dass ihr bei dem Teil hier alles gut festzieht. Gut, das passt, sie dreht sich sogar ein bisschen zu weit durch. Ist aber gar nicht schlimm, vielleicht habe ich da Glück und es zieht sich die Mutter ein bisschen mit rein. So, ja, also die Schraube hier war ein bisschen zu lang. Ach, das macht aber nichts. Es geht ja einfach nur, dass da ein bisschen Halt jetzt drin ist. Im ersten Fall, das ist wirklich das A und O in dem Fall, dass es jetzt für mich erstmal hier hält.
die Sachen hier kippen immer wieder um. Aber wie gesagt, das ist ganz normal. Da ist jetzt auch gerade ein bisschen Druck drauf. So. Ja, hier nochmal schauen, dass das sitzt und passt. Sehr schön. So. Das soll natürlich auch alles gut festsitzen. Jetzt haben wir unseren Motor. Das ist der Standard 1.8 Motor, also nichts Besonderes. Und müssen jetzt bei mir hier diese Platte mit befestigen. Muss ich nochmal ganz kurz schauen, wie das hier funktioniert. Das funktioniert bei mir so rum. Der Motor kommt hier durch. Perfekt, das sieht schon mal gut aus. Müssen wir jetzt ein klein bisschen rumprobieren zusammen, aber das sollte mal klappen. Jetzt nehmen wir hier dieses kleinere Pulley. Setzen das hier drauf. Und ich ziehe das Ganze jetzt erstmal, dass es oben bündig ist, fest. Das sollte, so wie ich es eben per Augenmaß grob gesehen habe, passen. Also hier sind auch wieder die zwei Madenschrauben dran. Zack, fest. Also hier. Auch fest. Sehr schön. Jetzt schaue ich nochmal, ob das abstandstechnisch passt. Dass wir den Zahnriemen, den Riemen da drüber ziehen können. Damit der ein bisschen damit übereinstimmt. Aber das sieht soweit echt gut aus. Jetzt muss natürlich der Motor da noch festgeschraubt werden, dass das Ganze noch ein bisschen fester sitzt. So, den schrauben wir einfach fest mit zwei Schrauben natürlich. Und das mache ich jetzt erstmal hinter der Kamera. Also würde ich sagen, bis gleich. So, die Motorhalterung habe ich jetzt befestigt. Die Schrauben, die dabei waren, haben nicht gepasst. Das liegt aber einfach daran, weil das noch von Thingiverse eine Halterung ist, die nicht dafür vorgesehen ist sozusagen. Aber das, wie gesagt, das macht soweit nichts aus. Bei eurem Set sollte die Schrauben, also die Schrauben passen im Normalfall. Bei mir ist halt ein Sonderfall einfach. Ich kann es auch direkt da unten reinstecken. Also das Teil. Aber ich mache es dann doch in dem Fall einfach lieber so. Also ich könnte das hier abmachen und da direkt draufschrauben. Aber ich mache es erstmal so, zur Sicherheit. So, als nächstes, das habe ich jetzt schon gemacht, nehmt ihr euer letztes Kugellager, drückt das hier oben rein. Wichtig ist hier in die Seite rein, die Muttern sind ja schon drin. Mit der Seite, wo die Muttern euch angucken, sozusagen die nach innen. So, und setzt das schon mal drauf, dass es einigermaßen drin sitzt. So, noch einigermaßen. Also im Normalfall schließt das hier komplett ab. Das wird sich durch die Schrauben dann auch noch ein bisschen zusammendrehen. So, wenn wir das drauf haben, drehen wir hier einfach mal und schauen, ob das funktioniert. Das dreht sich soweit alles super. Sehr schön. Gut, das stellen wir erstmal kurz beiseite. Ich habe das jetzt draufgesetzt, weil das hier und das ein bisschen stabilisiert. Jetzt nehmen wir uns hier von dieses Teil. So. Nein, wir nehmen dieses Teil. Sorry. Dieses Teil mit dem langen Pinöpel hier dran. Dann hier eine Schraube dabei und so eine Vierkantmutter. Bei mir war es schon draufgeschraubt, wo sie dran war. Bei euch ist sie vielleicht lose, also die einfach dran schrauben. Schrauben die bis hinten erstmal zum Anschlag. Und drücken die hier rein. So. Dann haben wir hier eine Feder. Die wird einfach hier drauf gesteckt, so dass sie gegen die Vierkantmutter drückt. Und dann nehmen wir das andere Teil. Und, ne. So, ich habe den Einkerbung, wo die Federung rein muss. Steckt die Feder hier rein, in dieses Teil, in die Seite, und steckt das rein und drückt das fest. So, jetzt mal schauen, bewegt sich's. Bewegt sich perfekt. Ist auch gut Druck drauf. Also an der Feder merkt man schon, was der Extruder für eine Kraft haben wird. Also das ist schon, selbst an der, wie gesagt, an der Feder merkt man das ist schon heftig. So, jetzt schrauben wir das hier drauf. Dazu haben wir hier vier solche langen Schrauben. Kann man ja nochmal gerade
grob nachmessen, was das für welche sind. Also das ist 30 und das ist M3. Also hier der Messschieber ist nicht ganz so genau. Aber gut, dass ihr da Bescheid wisst. So. Ich drehe mir die jetzt per Hand rein, so weit wie es geht. Weit wird das nicht sein. Schauen, welches passt. Und drehen das jetzt rein, damit ihr euch das nicht antun müsst, weil es sehr, sehr lange Schrauben sind. Würde ich sagen, machen wir den Zeitraffer ab jetzt. So, willkommen zurück. Das Teil ist jetzt dran geschraubt. Das gefällt mir schon mal. Na, ich sehe gerade hier, die Schraube hat sich ein bisschen losgedreht, hochgedrückt. Na, aber das passt fürs Erste. Werde ich dann nach dem Video auf jeden Fall nochmal fixen. So, das zusammen, jetzt drehen wir mal, schauen, ob alles dreht. Perfekt. Und bei dem Drehen merkt man auch schon, was für Kraft der einfach hat. Das ist echt der Wahnsinn, ist schon echt krass. So, was bleibt uns übrig? Das da bleibt uns sozusagen übrig. Nur nochmal checken, dass das auch passt, beziehungsweise sich drücken lässt. So, das ist natürlich rausgegangen. So, jetzt nehmen wir das Teil und jetzt sehen wir natürlich, wo die Löcher sind. 1, 2 und das dritte ist da. Und setzen das schon mal grob hier drauf. Jetzt schrauben wir hier die beiden fest. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, was für eine Schraube genau wir dafür gebraucht haben. Das sind M4x10. Jetzt müssen wir natürlich einmal kurz durchmessen, welche die richtige ist. Das ist schon mal M4. Und mal 10. Perfekt. So, dann nehmen wir die, schrauben die hier durch, obwohl, ne, ich glaube, ich habe falsch geguckt. Ja, ich habe falsch geguckt. M3x12 sind das angeblich. Mal ganz kurz schauen, welche da passt. Das sind die hier, soweit ich weiß. Ich messe mal kurz nach. Das müssten die sein, ja. Nehmen die, schrauben die jetzt schon mal weitestgehend hier rein. Na, der ist nicht, hier müsste passen. So,
dreh das schon mal, bis das hier fast durch ist. Macht es uns im Nachhinein meiner Meinung nach einfacher, das dann reinzudrehen. Perfekt. So, drücken wir so ein bisschen zusammen, dass das passt. So, jetzt nur hoffen, dass wir die Löcher treffen. Dadurch, dass wir natürlich die Muttern vorher unten reingesetzt haben. In hier diese Topplate zieht sich das natürlich jetzt in den Muttern schon fest. Ne? Also es sind so ein paar Ersatzschrauben und so weiter dabei. Jetzt hier so eine Ersatzmadenschraube, seht ihr die überhaupt? Ne, wo sie hin? Hier. So. Also wie gesagt, habt ihr gesehen, dass ein paar Spacer von mir schon kaputt sind, deswegen druckt euch mehr. Groß sind die nicht, die gehen schnell zu drucken. Und vor allem dadurch, dass sie halt nicht groß sind, ist natürlich der große Nachteil, sozusagen. Komm schon, mach. So, perfekt. Dass ihr danach, naja, wie heißt es? Dass ihr, der große Nachteil ist, ihr verliert die halt schnell. Das ist halt ein bisschen kacke. Aber das lässt sich nicht wirklich ändern. Also ihr druckt euch ein paar mehr und dann könnt ihr die verlieren, wie ihr wollt. Also dann ist scheißegal. So, ziehen das wie gesagt schon fest. Ja, ich hätte mir natürlich auch jetzt so einen Schraubenzieher mit Bitaufsatz holen können. Ich habe auch so einen Schraubenzieher mit Bitaufsatz, aber ich habe keinen Bit, der passt. Ja, wäre es natürlich auch mal einiges oder einfacher gegangen, hier reinzuschrauben. So, kurz gucken, lässt sich noch bewegen. Perfekt. Jetzt haben wir noch das Loch. Da muss natürlich auch noch was rein. So, da muss ich jetzt auch noch mal ganz kurz schauen, was für eine Schraube genau da durchkommt. So, das soll eine lange sein. Das ist dann hier die. Mal kurz nachmessen. Das müsste 20er sein. Ja, das kommt hin. Und M3. Bin ich doof. Ja, ist eine M3. Perfekt. Nehmen wir, kommt hier ab ins Loch und schrauben da rein. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir auch das Loch da drunter treffen. Das sollte eigentlich perfekt passen. Ansonsten müsst ihr halt ein bisschen nachjustieren, obwohl da eigentlich nicht viel Toleranz sozusagen ist, wo ihr das daneben schrauben könnt. So. Schön zusammendrehen. Einschrauben. Na, also wie ihr seht, ich bin nicht wirklich gut, ein Ding festzuhalten. Deswegen fliegt mir der Imbusschlüssel auch dauerhaft weg. So, jetzt merke ich, langsam kommt er bei der Mutter an, da geht es ein bisschen, schon wieder ein bisschen schwieriger. Festziehen. So, lässt sich noch drücken. Jawohl, perfekt. So, jetzt haben wir ja gar nicht mehr so viele Sachen übrig. Eigentlich nur das hier. Das hier. Das, das und ein paar Ersatzsachen, die dabei waren. So, der Rest ergibt sich eigentlich fast von selbst. Ihr werdet schon sehen, was hier reinpasst. Auf die kurze Seite kommt das Teil mit dem kurzen Schaft. Sozusagen, also mit dem kurzen Teil hier. Das drückt ihr da rein. So. Und wie ihr seht, bei mir geht das richtig schwer. Und hier kommt noch eine Schraube durch. Wenn ihr da vorher die Mutter reingemacht habt. Bei mir geht das aber so schwer, dass ich das voraussichtlich erstmal nicht brauche. Ich werde das ganze Teil natürlich auch noch mal, sobald das jetzt hier dran hängt, ordentlich nachdrucken. Damit das bei mir natürlich dann später auch ordentlich ist. Aber dadurch, dass ich aktuell nicht wirklich qualitativ besser drucken kann bei mir,
So. Ja, erschließt sich das Ganze eigentlich. Das können wir schon mal dran schrauben. Das ist für den PDF-E-Schlauch. Kommt hier in die Seite rein. So, ein bisschen schauen, dass er gerade kommt. Das drehen wir einfach rein. So, da könnt ihr jetzt am Ende nochmal eine Zange nehmen, um so ein bisschen fester zu ziehen oder so Mausschlüssel. Ich hoffe, da passt einer von perfekt. Und ziehen das fest, aber nicht zu fest. Ihr wisst, nach festkommen lose, das bringt nichts. War jetzt ein Zehner. Zehner Mutter sozusagen. Und haben jetzt unsere letzten beiden Kugellager. Die setzen wir drauf. Die passen da auch im Normalfall perfekt hin. Und nehmen uns die einzigsten beiden Schrauben, die etwas dicker sind. Und drücken uns das so ein bisschen vor, dass das hier alles passt. Ein bisschen schauen, dass die Schraube auch gerade drin sitzt, dass das alles ein bisschen gerade sitzt und passt. So. Und na, hat natürlich nicht gepasst. Und schrauben uns das jetzt dementsprechend da rein. Könnt euch das hier natürlich auch noch mal ein bisschen wegdrücken. So, dann lässt sich im Normalfall auch noch mal ein bisschen besser reindrehen. So, bei mir ist die Schraube jetzt ein bisschen schief reingegangen. Ja, die frisst sich natürlich auch ins Plastik rein. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Dass das halt gerade sitzt. Deswegen drückt ihr das Teil weg, dann ist es Welten einfacher, das einigermaßen gerade reinzukriegen. So, und dann müsst ihr auch gleich in der Mutter greifen, das merkt man auch. Und natürlich gar nicht mal zu fest anziehen. Es soll natürlich seine Führung behalten. Soll sich aber noch drehen lassen. Perfekt, super. So, dann nehmen wir das nächste hier drauf. Und die Schraube rein. Bisschen wegdrücken und die am anderen festziehen. So, lässt sich hier noch drehen. Ja, lässt sich drehen. Ich glaube, da seht ihr, jetzt seht ihr es, also lässt sich drehen. Perfekt. Also, das war es eigentlich schon. Jetzt schauen wir nochmal. Na gut, das lässt sich jetzt schlecht überprüfen. Na, lässt sich jetzt schlecht überprüfen, ob die sich noch drehen. Wir können es aber hier unten ein bisschen drehen. Na, fokussier. Und es dreht sich hier alles mit. Perfekt. Das war's damit soweit schon. Jetzt wird das Teil einfach noch an Drucker befestigt und dann müssen wir nochmal die Steps neu einstellen. Wenn ihr wisst, wie das funktioniert, also die Extruder Steps, Steps per Millimeter sozusagen, beziehungsweise bei Clipper ist es ja die Step Distance. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, einfach ja, bei mir immer mal auf dem Kanal vorbeischauen. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen so schnell wie möglich dazu noch eine Anleitung machen, wie ihr das natürlich macht. Ansonsten googelt einfach mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß damit. Und ansonsten, ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.